Ja, hallo zusammen, hier ist der Manuel und ich möchte euch heute kurz und knapp erklären, warum Politiker Loser sind und alle, die sich jetzt den Arsch aufreißen, um für Politiker auf Stimmenfang zu gehen, noch größere Loser sind. Ja? Und verplempern wir keine Zeit, fangen wir doch auch gleich mal an. Um überhaupt vielleicht nochmal ganz kurz dieses Thema auch ein bisschen erklären zu können, möchte ich euch einfach mal aufzeigen, wie vielleicht etwas in sowas wie der echten Wirtschaft funktioniert und wie doch unser politisches System aufgebaut ist. Denn mir ist es eigentlich ja scheißegal, ob da Hinz und Kunz oder wer welche Position hat. In meinen Augen ist ja das System in sich schon hirnrissig. Ja, und deswegen kann ich natürlich auch nicht zu einer Wahl gehen, aber dazu werde ich später kommen. Ja? Wenn wir uns mal eine Firma anschauen und selbst der Dackelzüchterverein bei euch um die Ecke wird in irgendeiner Weise ein Organigramm haben. Ich male hier einfach mal beispielsweise ein kleines Organigramm auf. Ja? Ich denke, ihr könnt das sehen. Und selbst beim Dackelverein, dann wird es halt vielleicht sowas wie den Kassenwart geben. Ja, und dann gibt es vielleicht jemanden für den Mitgliederbereich, MB. Und dann gibt es vielleicht noch jemanden, der sich für die Homepage einsetzt. Was weiß denn ich? Und wärt ihr in dem Dackelverein aktiv, wie würdet ihr diese Posten belegen? Jetzt haben wir hier drei ganz einfache Kategorien. Die Kategorie Kassenwart, Mitgliederbereich und die Homepage muss gepflegt werden. Und jetzt frage ich euch, und das meine ich wirklich ernst, weil so absurd ist es, meint ihr nicht, dass der oder diejenige, die hier den Job des Kassenwartes vom Dackelverein übernehmen sollte, einfach vielleicht ein bisschen Ahnung von Buchhaltung haben sollte? Könnte es sein, dass wir selbst im Kleinsten bei der Vergabe von Posten auf sowas wie Qualifikation oder Kompetenz achten? Und genauso natürlich die Homepage, da sollte sich vielleicht jemand drum kümmern, der schon mal an einem PC gehockt ist. Ja? Und jetzt schauen wir uns an, wie ist das in unserem schönen politischen System. Da haben wir jetzt hier BK für den Bundeskanzler. Machen wir auch einfach mal drei Bereiche, das wären jetzt unsere Ministerien. Schauen wir uns doch mal unser Außenministerium an. Machen wir halt außen. Hier machen wir innen. Hier könnten wir noch Gesundheit. Hier könnten wir natürlich auch noch sowas wie Finanzen. Ist ja auch scheißegal, ich brauche das gar nicht weiter aufzeichnen. Ich gehe mal zur Seite, ich gehe mal hier rüber, damit ihr das auch sehen könnt. Und jetzt frage ich euch, ist unser politisches System so aufgebaut, dass es hier um fachliche Kompetenz geht, um Know-how? Und ich sage euch, nein, nicht einer dieser Politiker hat in irgendeiner Weise eine Kompetenz, die etwas mit seinem Ressort zu tun hat. Aber das spielt gar keine Rolle, weil darum geht es nicht in der Politik. Das ist ja das Schöne. Darum geht es gar nicht. Aber das haben viele von euch nicht verstanden. Nur als Beispiel, unsere Bundeskanzlerin ist Doktor der Physik. Super. Ja, ich habe mich zum Beispiel mal mit dem Herrn Söder beschäftigt, weil er hier in Bayern mal Gesundheitsminister war. Also irgendwie hier mit dem Thema Gesundheit, da möchte man meinen, ist er vielleicht ein gelernter Arzt? Ist er Mediziner? Aber dann war er doch auch schon gleich wieder im Finanzministerium oder was weiß ich für ein Minister. Stellt euch jetzt nochmal den Dackelverein vor. Und es ist so traurig, es ist so traurig. Würdet ihr diejenige, die den Garten vom Dackelverein macht, weil sie einen grünen Daumen hat, im nächsten Jahr dann für die Kasse einsetzen, würdet ihr das machen? Natürlich nicht. Aber hier, da geht es nicht um Kompetenz, weil die gar nicht kompetent sein können. Woher auch? Und jetzt mache ich hier das weg. Und dazu brauche ich mein Reinigungsspray. Und dann werde ich euch erzählen, was denn eigentlich Politiker sind. Ja. Politiker haben natürlich eine Kompetenz. Aber sicherlich nicht in einem sogenannten Fachbereich
Schaut doch mal an, was studiert man denn, wenn man Politiker wird? Sozialwissenschaften. Oder was weiß denn ich? Ganz ehrlich, nicht einen von denen würde ich als Praktikant einstellen. Nicht einen. Und ihr auch nicht. Was können denn Politiker? Treffen Entscheidungen. Also die versuchen Menschen zu überzeugen. In der Regel reden sie auch immer nur davon. Ja? Politiker handeln niemals selbst. Und wenn sie eine Lösung anbieten, dann geht es darum, wie andere Probleme zu lösen haben. Nämlich, wie mit unserem Geld eventuell Probleme gelöst werden. Und Politiker treffen Entscheidungen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Politiker treffen Entscheidungen in diesen Fachbereichen, die ich vorher aufgezeichnet hatte. Jetzt ist das Problem aber, dass die in diesen Fachbereichen nicht kompetent sind. Und dann wundert ihr euch, dass das passiert, was hier draußen los ist. Dann wundert ihr euch. Ja? Politiker vertreten noch Menschen, was weiß ich nicht. Das ist alles Bullshit, deswegen mache ich das gleich wieder weg. Ja? Das ist natürlich Wunschdenken von Politikern. Im Endeffekt machen noch Politiker nur eine Sache und das wisst ihr ganz genau. Leere Versprechen. Es ist doch nichts anderes. Es ist nichts anderes wie leere Versprechen. Und das ist noch nicht mal böse gemeint, aber die können die Dinge doch selber nicht halten, die sie versprechen. Also sind es leere Versprechen. Das wäre genauso, wenn ich euch jetzt versprechen würde, dass ihr morgen alle einen Döner geschenkt bekommt. Von der Dönerbude eurer Wahl. Das kann ich euch versprechen, aber das ist ein leeres Versprechen, weil ich habe nicht die Handlungsgewalt, könnte man jetzt sagen, das zu machen. Und ich werde euch sicherlich nicht jedem einen Döner machen. Na, was machen Politiker noch? Und das wisst ihr auch ganz genau. Lügen. Politiker lügen. Und das wisst ihr, das weiß jeder, aber es ist scheißegal. Weil es irgendwie so dazugehört. Ja? Und was machen Politiker noch? Sie betteln. Und das ist für mich das absolut Widerlichste. Dieses Gebettel um Stimmen jetzt vor der Wahl. Es ist so erbärmlich. Ja? Und um was geht es Politikern und was ist die Aufgabe von Politikern? Ja, vielleicht jetzt auch von höherrangigen Politikern. Es geht nur darum, Stimmen zu bekommen, Macht zu bekommen und die Position zu halten oder innerhalb dieser Parteienwelt aufzusteigen. Es geht nur darum. Es geht nicht darum, um eine Welt zu gestalten. Ja, das mag vielleicht in so einem Dorf-Gemeinde-Wirtshausgemeinde vielleicht noch bei dem einen oder anderen sein. Ja, aber auf einer bisschen größeren Ebene geht es doch gar nie darum. Ging es noch nie. Es geht nur darum, wie kann ich was erzählen, damit die Menschen denken, ich wäre die Lösung, damit ich die Stimmen kassieren kann, damit ich Kohle bekommen kann für mich und meine Partei. Und den einzelnen Politikern geht es doch nicht mal um die Partei, das sind doch einfach auch nur ihre Spielwiesen, wo sie ihre Machtgeilheit ausüben können. Ja, wenn es darum geht, schaut doch mal an, dann ist doch selbst die eigene Partei auch schon wieder scheißegal. Ja? Es geht denen nur um eigene Bereicherung. Und das Schlimme ist ja, Politiker sind einfach im Verhältnis Loser. Weil wären sie keine Loser, dann hätten sie sich einen ordentlichen Job gesucht und würden nicht auf Kosten unser aller Scheiße machen. Ja? Das ist einfach so. Wer was ein bisschen im Kopf hat, der würde dann vielleicht selber eine Firma aufmachen oder irgendwas produzieren, erfinden, eine Dienstleistung, was weiß ich, was Produktives. Politiker sind nicht produktiv. Politiker tun so, als wären sie produktiv, aber im Endeffekt geht es immer um die Produktivität anderer. Ja? Und das ist das, was mich so ankotzt und das ist absolut widerlich. Ja? Und jetzt schreibe ich hier aber nochmal hin, es geht Politikern nur um
Macht. Es geht um nichts anderes, es geht nur um Macht. Und wären die Politiker keine Loser, dann würden sie schon längst Macht haben, ohne dieses politische Spiel auszunutzen. Weil schaut euch einfach mal um, welche Menschen könnte man denn noch behaupten, dass sie Macht haben. Und jetzt habt ihr schon erkannt, die Macher. Das sind die, die wirklich die Welt gestalten und nicht die, die nur daherreden, leere Versprechungen geben und was weiß ich. Und auf so eine Scheiße fallt ihr rein. Auf so eine Scheiße fallt ihr seit Jahren rein, oder wie? Und jetzt kommt noch was und das ist eigentlich das Lächerlichste. Und es ist auch schön, dass ich mich ein bisschen aufreg, weil ich reg mich wirklich darüber auf. Und ich werde nachher noch ein Video machen, da werde ich mich über noch andere Sachen aufregen. Aber vorher muss ich euch einfach nochmal hier erklären, warum einfach Politiker absolute Loser sind. Absolut. Ja? Und dieses ganze Politikerzeug. Und jetzt zeige ich euch mal eins. Wir sind im Jahr... Hier mal ein schönes Spray. Wir sind im Jahr 2017. Ja? Ihr alle habt, was weiß ich, Smartphones ohne Ende. Wie schreibt man Smartphone? Mit PH? Ja. Und ihr geht ernsthaft, und das ist jetzt das Lächerlichste, ihr geht wirklich in so Wahlkabinen. Eine wunderschöne Wahlkabine. Mal dort auf einen Zettel Kreuze. Im Jahr 2017 meint ihr ernsthaft, dass das eine, dass das irgendwas Ernstes sein kann? In irgendeine Kabine gehen und auf Zettel mit einem Stift Kreuze machen. Das ist so lächerlich. Das ist sowas von lächerlich. Ich meine, das ist doch eh klar, dass nichts dabei rauskommen kann. Also nichts Reelles. Ja? Als würde die wirklich jemand so durchzählen und dann machen die wahrscheinlich Strichlisten oder so. Mann, habt ihr schon mal eine Auszählung von irgendeiner Wahl gemacht? Von mehr als 100, 200 Leuten? Erzählt mir doch nicht so eine Scheiße. Und ihr meint wirklich, das ist ernst. Mann, das ist fake. Das ist absolut fake. Ja? Fake. Ich schreib's hier drüber. Fake. In Rot. Vergesst den Scheiß. Ja. Coole Zeichnung, oder? Passend zu den Politikern male ich einfach auch noch einen kleinen Pimmel hier hin und würde sagen, das war's fürs Erste. Aber ich werde noch ein Video aufmachen, denn... Ich werde noch ein Video aufnehmen, denn dass Politiker absolute Loser sind, mir ist das auf jeden Fall klar. Aber ich möchte noch was machen, und zwar die, die jetzt an den Pimmeln dieser Politiker hängen und nichts anderes machen wie, bitte geht zur Wahl, diese Wahlbettler. Das sind noch größere Loser, denn die empfehlen ja Loser. Und wenn man nichts anderes machen kann, als seine Aufmerksamkeit auf Loser zu lenken, ja, was ist man dann?